Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich Genshin Impact. Schön, dass ihr dabei seid. So, wir starten doch gleich mal rein. Dieses Projekt wird jetzt anschließend von Stray laufen, das heißt, Stray ist beendet und hiermit startet das neue Projekt Genshin Impact für den Montag jeweils um 17 Uhr. Es wird wahrscheinlich ein längeres Projekt werden, beziehungsweise wird vielleicht auch einfach meinen Kanal mitbegleiten, so wie Star Stable. Wir werden sehen, aber ich freue mich sehr darauf, Genshin Impact mit euch zu spielen. Denn Genshin Impact ist momentan das Spiel für mich. Also, ich spiele es momentan privat auf meinem privaten Genshin-Account täglich. Von dem her, ich liebe das Spiel über alles. Ich habe schon sehr, sehr viel investiert, vor allem in diesem Jahr 2022 war ich sehr, sehr aktiv auf Genshin. Und ja, ich möchte jetzt gerne mit euch zusammen die Story machen und ja, hoffentlich ganz, ganz viele Charaktere ziehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Gut, fangen wir doch einfach an. Lädt es noch schnell durch, die Daten, und dann können wir auch schon starten. Das sieht schon jetzt so schön aus mit dem Sonnenuntergang hinten. So, dann gehen wir durch die Tür. Auf geht's! So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Wähle einen der Geschwister. Also ich finde Aether auch mega cool. Aber ich bleibe bei der lieben Lumine. Wir nennen sie natürlich wie der Kanalname Vanilla. Okay. Just like that, the god took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going! Oh, wir sind endlich angekommen. Wir haben die gute Lumine gewählt. Jetzt natürlich Vanilla. Und wir haben Paimon mit der Angel gerettet vom Ertrinken. Ja,
ich kenne ja schon die ganzen Bewegungen. Da vorne habe ich schon den ersten Teleportationspunkt. Super. Zack. Sehr schön. Boah, mit Stufe 1 hat sie nur 912 HP. Das ist ja unglaublich. Öffne das Kartenfenster. Wähle einen Teleportationspunkt, den du schon freigeschaltet hast, um dich an die jeweiligen Stelle zu teleportieren. Ja, das ist super praktisch. Also, wir müssen unbedingt dann immer die Teleportationspunkte aktivieren, weil das super praktisch zum durch die Welt wandern. Geh dich mit Hilfe der Minikarte zu deinem Ziel, drücke M, um das Kartenmenü zu öffnen. Voilà. Ja, am Anfang ist es noch ein kleineres Gebiet, bis wir dann mit den Quests weiterkommen und ganz viel entdecken werden. Also die Welt ist riesig. Was kann ich da? Doch, wir können ein bisschen rauszoomen. Also, ja. Und dann geht es natürlich noch nach unten. Entschuldigung, da habe ich ganz vergessen. Es ist schon groß. Also es ist wirklich schon eine riesen Map und es kommen immer wieder neue Gebiete hinzu. Also es ist wirklich fantastisch. So. Okay, was wollte ich noch? Genau, wir sollten hier auf der Karte gucken, wo wir hin müssen. Da vorne ist markiert. Wir sehen es auch auf oben links auf der Minimap. Dann gehen wir doch mal. Oh! Komm her! Komm zurück! Echsenschwanz! Drücke B, um deinen Inventar zu öffnen. Ja, wir haben ein simples Schwert. Wow. Wir werden ganz, ganz viele Items schon im Beschluss haben und sammeln. Zum Beispiel wie hier die Zuckerblume. Zack. Es ist unglaublich komplex, dieses Spiel. Und wir haben sehr, sehr viele Items, die wir einsammeln können. Und ihr könnt eigentlich mit jedem Item etwas anfangen. Also alles, was euch vor die Nase läuft oder vor eurer Nase liegt, nehmt es mit. Zum Beispiel hier. Komm her. Zack. The path ends here. Guess we'll just have to climb. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. We're off to a statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? Danke, Peyman. Warte, ich hüpfe drauf. Zack. Ups, abgerutscht. Die Leertaste könnt ihr klettern. Die seht da. Wenn ich schnell ein bisschen Gas gebe, rechts von Lumine bzw. Vanilla, seht ihr diesen gelben Balken, das ist der Ausdauerbalken. Und den kann man dann auch steigern, wenn man die verschiedenen Statuen, also hier zum Beispiel diese Statue der Sieben, wenn man sich dort, also wenn man die entdeckt, dann kann man verschiedene, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Die Anemo-Kugeln da einsammeln, die abgeben und dann kann man so die Ausdauer stärken. Aber das werden wir dann alles sehen. Es klingt jetzt kompliziert, dass es ist. Zack. Alles mit. Auch noch. Oh, da ist noch Fische. Können wir auch gleich mitnehmen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die Ausdauer vergesse. Die ist natürlich jetzt noch ziemlich niedrig. Komm, die restlichen lassen wir. Gehen wir weiter. Da haben wir noch einen Pilz zum Einsammeln. Zack. Oh, wow. So, und jetzt kommt eine ganz, ganz tolle Aussicht. Over the world. Among the seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but
Paimon will take you to the animal god's place first, and there's a reason why. Prolog 1. Erster Akt, der Fremde. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your brother. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Ja, schön. Zack. Paimon hilft uns ganz fleißig. Von dem her, mit Jan unserer Seite wird das ein Klacks werden. Ich liebe die Musik, ne? Oh, da bist schon die erste Kiste. Und die Welt und die Charaktere ist einfach alles fantastisch. Ja, ich komme. Warte, ich habe eine Kiste entdeckt. I'll keep this close. Mal sehen für das Charaktermenü. Aber schon ein Artefakt gefunden. Wow. So. Wir haben jetzt hier die Feder angelegt. Das ist ein Artefakt. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Artefakte. Einmal die Blume, dann die Feder, ja, so ein Kompass, eine Uhr, wie auch immer, so ein Kelch und eine Krone. Und man sieht, ab 2 Teilen erhält man den ersten Effekt und ab 4 Teilen erhält man den zweiten Effekt. Und das müssen natürlich immer die passenden Artefakte sein, die zusammengehören, um die Effekte zu aktivieren. Am Anfang sind die Effekte jetzt noch nicht so krass, würde ich mal sagen. Aber mit der Zeit findet man ziemlich gute Artefakte, wo man dann auch was damit anfangen kann. Ja. So. Sehr schön. Dann haben wir das angezogen. Oh, ein Anemo-Siegel haben wir auch schon bekommen. Cool. Alles gut, Paimon? You can swim right over. Hoppala. Dann schwimmen wir doch mal rüber. Ganz langsam schwimmen oder mit der rechten Maustaste ein bisschen schneller. Das seht ihr schon, ein Teil von Mondstadt. Das ist so das erste Gebiet, das man erkunden kann. Oh, did you just feel the elements of the world? Wir sind jetzt auch gerade Abenteuerstufe 2 geworden. Sehr schön. Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Ja, das Ganze ist ziemlich seltsam. It's a bit rude to say that about the power the gods just gave you. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. So perhaps because you got power from the god of animal, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your brother. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. Oh! So, jetzt haben wir die Animo-Kraft. Kraft des Windes. So können wir dann kämpfen. Sehr gut. Windblade! Zack. These are the animal powers you got from the Statue of the Seven. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? Oh, aber Paimon. Oh, oh wow. Das sind die Einführungen. Also jegliche Sachen, die man wissen muss, kann man hier nachlesen gehen. Alt plus Maus. Mauszeiger anzeigen. Halte die Alt-Taste gedrückt, um Mauszeiger anzuzeigen lassen. Damit kannst du das Fenster wählen.
Also man kann Alt gedrückt halten und so kann man sich frei bewegen im Bildschirm mit der Maus. Und sonst tut man mit der Maus natürlich die Kamerabewegung machen. Und wenn ihr Alt drückt, könnt ihr euch so bewegen und dann auf die entsprechenden Icons klicken. So, guck mal schnell. Profil bearbeiten. Ja, aber ja noch nicht viel. Namenskärtchen kann man dann haben. Da haben wir natürlich noch nichts. Oh, da kann man dann die verschiedenen Figuren reinschauen machen, die man hat. Ja, aber das ist jetzt noch nicht so spannend. Rucksack eintragen. So, 11.2. 11. Februar, dein Geburtstag ist am 11. Februar eingestellt. Sobald du bestätigst, wirst du das Datum nicht mehr ändern können. Wer weiß, was an deinem Geburtstag alles passieren könnte. Super. Errungenschaften. Halte die Animokraft. Höhepunkte Version. Das sind dann die Infos. Dann haben wir bei der Ankündigung noch was. Klick mich schnell durch, dass das alles nicht mehr angezeigt wird. So. Das sind nämlich ganz viele Infos über das Spiel, über diverse Aktionen, die momentan laufen. Oh, da gibt es schon wieder eine Umfrage zum Spiel. Die mache ich sonst nachher privat. Oh, man kriegt die Flügel am Anfang wirklich immer noch. Oh, ist das cool. Besonderer Winkleiterflügel der Kameradschaft. Lieber Reisender, wir schenken den Reisenden von Genshin Impact hier mit dem besonderen Winkleiter mit dem Namen Flügel der Kameradschaft, um unseren Dank für die tolle Unterstützung auszudrücken. Breite doch heute deine neuen Flügel über Taiwan aus. Die Figurenzierte wird im Verlauf des Spiels freigeschaltet. Sobald die Funktion verfügbar ist, kannst du das Objekt anlegen. Ja, das dauert noch einen Moment, aber richtig, richtig cool. Oh, wow. Oh, wow. Cool. Okay, super. Belohnung für 3 Millionen Voranmeldung auf der offiziellen Seite. Ich hätte nicht gedacht, dass man das immer noch bekommt. Richtig gut. Lieber Reisender, dank der Unterstützung aller Reisenden gab es nun schon über 3 Millionen Voranmeldungen auf der offiziellen Seite von Genshin Impact. Auch die Abonnements auf verschiedenen Plattformen sind erreicht worden. Als Dank für die tolle Unterstützung möchten wir dir nun vorbestimmtes Schicksal 10-mal, eines Abenteuers Worte 10-mal, hochwertiges Verstärkungserz 10-mal, Kartoffelpuffer nach Mondstandard 5-mal, Sahneintopf 5-mal, Fischeanschnitte 5-mal und Mora 10.000-mal schenken. Wir wünschen allen eine gute Reise. Richtig cool, danke. Und das mache ich sonst nachher noch im Off. Dann haben wir da... Ach ja, das war das. Zeigt es immer noch an. Naja. Ah ja, genau. Das muss man erst abschließen, dann kann man das anlegen. Hochstufen. Ach, kann ich schon. Sehr gut. Ja, voilà. Schon Stufe 13. Sehr gut. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Leben bekommen. Jetzt sind wir bei 1815. Sehr gut. Ah, gut, dann gehen wir doch mal weiter. Nehmen wir noch einen Fisch mit. Ach, ich liebe das einfach. Und noch eine Zuckerblume. Nehmen wir gerne mit. Ich wollte gerade schon gleiten, aber das können wir ja noch gar nicht. Oh Gott! Oh, schon geschafft. Wir haben jetzt das zweite als Hilfe, als Tipp bekommen. Elementarenergie wird aufgenommen. Sammle die Elementarkristalle und Elementarteilchen ein, die deine Elementarenergie wieder auffüllen. Diese Kristalle und Teilchen entstehen, indem du Elementarschaden verursachst und Gegner besiegst. Super. Und haben wir wieder von diesen... Nennen sie da? Genau, Dämmerfrüchten. Die nehmen wir mit. Und dich möchte ich auch mitnehmen.
Sind wir in den Flüsterwald angekommen. Guck mal, wie schön die Blätter da von den Bäumen wehen. Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Who's there? To grab hold of your hair. Thanks. Wenigstens hat es der Drache nicht auf uns abgesehen. Just what was that? Paimon thought we were gonna get eaten. Hmm. It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. In dieser Welt gibt es also Drachen? Yeah. Paimon gets why you're worried. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there. Let's go take a closer look. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Ja, das sieht komisch aus. Gehen wir das mal begutachten. Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. Yay, Abenteuerstufe 3 erreicht und wir haben den blutroten Kristall mitgenommen. Okay. Dann gehen wir mal weiter Richtung Mondstadt. Können wir da noch ein Champignon mitnehmen? Oh, da war auch noch was. Noch Wasserlilien. Komm schon wieder vom Weg ab. Lampenkraut. Mögliche. Einfach alles mitnehmen, das kann man immer gebrauchen. Zack. Nein, Schwein, bleib hier. Hammer dich. Wieder was Neues. Ah, das Holz erhalten. Oh Gott. Gute Nacht. Okay, noch. Von Anfang an. Holz erhalten. Birke. Ein hoher Baum, der ursprünglich aus dem höchsten Norden stammt, sich aber inzwischen über ganz Taiwan verbreitet hat. Er hat einige Unterarten und ist eine wichtige Holzressource in verschiedenen Städten. Birken sind oft auf dem Klagewindplateau und anderen Norden zu sehen. Sie können gefällt werden, um Birkenholz zu gewinnen. Exquisitbaum. Ein Baum mit saftigen Früchten. Man sagt, dass er einige dieser Bäume einen Baumkern haben, der seinen Früchten ähnelt und die Farbe der Abendröte hat. Und dass der Baumkern die exquisite Anmut von Pflanzen um ihn herum in sich trägt, was ihm den Namen Exquisitbaum einbringt. Exquisitbäume wachsen verstreut im Sternfalltal und auf der Bisui-Ebene sowie an anderen Orten. Sie können gefällt werden, um Exquisitholz zu gewinnen. Kiefer. Kiefern sind majestätische Nadelbäume, die bis zu 1000 Jahre alt werden können. Man kann sie überall in Taiwan sehen. Obwohl sie aus warmen Gegenden stammen, können sie aber der Kälte leicht trotzen. Daher der Beiname kalte Kiefer. Kiefern sind normalerweise auf den Drachengrat und an anderen Orten zu sehen. Sie können gefällt werden, um Kiefernholz zu gewinnen. Der Dürrsandbaum. Der Dürrsandbaum ist ein Baum mit einem außergewöhnlich starken Stamm. Er verankert sich im Boden mit tiefgeschlagenen Wurzeln. Man erzählt sich, dass er sogar in extrem trockenen Wüstengebieten überleben kann und dabei in der Lage ist, sich gegen Trockenheit und salzigen Boden zu wehren, was ihm der Ehrfurcht gebietenden Namen Dürrsandbäume einbringt.
Diese Bäume sind normalerweise in Minlin und Lisha sowie an anderen Orten zu sehen. Sie können gefällt werden, um Dürrsandholz zu gewinnen. Jingxi-Bambus. Der Bambus auf dem Jingxi-Berg ist gerade wie ein Schwert gewachsen, voller Stolz und Eleganz. Er wird oft als Sinnbild für einen edlen Menschen verwendet, der aufrecht, großmütig und unverwüstlich ist. Jingxi-Bambus sind normalerweise auf der Bisui-Ebene und an anderen Orten zu sehen. Sie können gefällt werden, um Bambus-Segmente zu gewinnen. Zeder. Die Zeder ist ein hochgewachsener, immergrüner Baum mit üppigem Laub. Sie steht immer aufrecht mit einer würdevollen Haltung, die sich von den bitteren Winden und dem heftigen Schneesturm nicht unterkriegen lässt. Zedern sind normalerweise im Sternfalltal und an anderen Orten zu sehen. Sie können gefällt werden, um Zedernholz zu gewinnen. Tanne. Die Tanne ist ein gewöhnlicher Baum, der schnell wächst, wenn er sich dem Wasser und dem Boden angepasst hat. Tannen sind normalerweise im Sternfalltal und am pfeifenden Hang, Abhang und an anderen Orten zu sehen. Sie können gefällt werden, um Tannholz zu gewinnen. Sakura-Baum. Stattliche Bäume, die verstreut im östlichen Teil von Teyvat wachsen. Wenn sie blühen, sehen ihre Blüten wie kirschfarbene Wolken aus und sie sind als eine der schönsten Sehenswürdigkeiten in Azuma bekannt. Nur wenige Sakura-Bäume wachsen auf Narukami und an anderen Orten. Sie können gefällt werden, um Yume-Miru-Holz zu gewinnen. Amur-Ahorn. Die Blätter dieses Bäumes sind feuerrot und sehen wie Federfächer aus. Im Herbst scheinen die Bergen auch von diesen feuerroten Blättern rot gefärbt zu werden. Deshalb werden diese Bäume oft das Symbol für den Spätherbst besungen. Nur wenige Amur-Ahorn-Bäume wachsen auf Narukami und an anderen Orten. Sie können gefällt werden, um Ahornholz zu gewinnen. Inazuma-Zeder. Kräftige, aufrechte Bäume, deren Blätter und Kronen sehr einzigartig aussehen und eher leicht zu erkennen sind. Inazuma-Zeder sind normalerweise auf Narukami und anderen Orten zu sehen. Sie können gefällt werden, um Aralia-Holz zu gewinnen. Otogi-Bäume. Normale Bäume, die in ganz Inazuma zu finden sind. In einigen Kinderliedern werden sie als das Geflüster der Natur dargestellt. Der hat den Spitznamen Otogi-Bäume. Otogi-Bäume sind überall in Inazuma zu finden und sie können gefällt werden, um Otogi-Holz zu gewinnen. Hellbaum. Einzigartig geformte Bäume, die sehr langlebig sind. Ja, auch fast ganz anders als die anderen Laubbäume. Sie hat ein eher willkürliches und wechselhaftes Aussehen. Außerdem sind sie sehr widerstandsfähig, sodass sie sowohl im Regenwald als auch in der Wüste überleben können. Sie können gefällt werden, um Hellholz zu gewinnen. Kamafala-Baum. Bäume mit ganz besonderen Aussehen, die hohe Temperaturen lieben. Ihr Holz ist von höchster Qualität. Man sagt, verschiedene Lebensräume können ihre Baumkronen dazu bringen, verschiedene Farben hervorzubringen. Sie können gefällt werden, um Kamafala-Holz zu gewinnen. Adigama-Baum. In Tsumeru weit verbreitete Bäume. Die meisten von ihnen stehen im Regenwald östlich von Tsumeru und haben viel Zeit mit den Gelehrten und Waldhütern verbracht. Als solche sind sie Zeugen vieler Momente des dämmernden Wissens. Sie können gefällt werden, um Adigama-Holz zu gewinnen. Bergdattelbaum. Bäume mit auffälligen und charakteristischen Aussehen. Ihr dicker Stamm und die extrem widerstandsfähige Rinde ermöglichen es ihr, unter den harten Bedingungen der Wüste zu überleben. Sie können gefällt werden, um Bergdattelholz zu gewinnen. Athelbaum. Bäume, die in lebensfeindlichen Umgebungen zu sehen sind. Ihre Blätter haben eine seltsame Farbe und Form und ihre Wurzeln reichen weit in den Boden hinein. Diese Bäume haben eine einzigartige Überlebensmethode, da sie bei Bedarf in einem verlangsamten Stoffwechselzustand übergehen können. Sie können gefällt werden, um Athelholz zu gewinnen. Oh Gott, so, jetzt haben wir alles über die jensten Holzarten gelernt, die es gibt. So. Brocken Eisen nehmen wir auch mit. Dann gehen wir mal weiter. Hey you! Stop right there! May the Animo God protect you, stranger. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Ich bin Frank. Mein Name ist Vanilla. Doesn't sound like a local name to me.
And this mascot, what's the deal with it? Wir sind Freunde. I mean, we've only been traveling partners for 2 months, but we've already become the very best of friends. So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Du scheinst uns nicht sonderlich zu vertrauen. Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies, strange yet respectable travelers. That sounded so fake! Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Havonius Handbook? Neue Figur erhalten, die gute Ember. Sehr schön. So, jetzt haben wir schon eine Bogenschützin, die Ember. Ach, ich muss das abwerfen. So, suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? She got separated from her brother during a really, really long journey. Paimon is her travel buddy, helping her to find her brother. Oh, looking for your family? Huh. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. So, da haben wir eine neue Waffe bekommen. Die können wir gleich mal wechseln. Jo, voilà. Ja, noch anklicken und dann haben wir das. Perfekt. So, wir haben jetzt die gute Ember. Wir können zwischen 1 und 2 einfach switchen mit einem kurzen Abklingzeit. Ja, da haben wir jetzt noch eine Bogenschützin. Sehr cool. So. Du bist ein weiterer Teleportationspunkt. Na, dann komm her. When these monsters have been getting too close to the city recently, my task this time is to clear out their camp. Auch noch mit. Das ist schon wieder etwas Neues. Elementarfähigkeiten kann man also auch so verwenden. Einige Elementarfähigkeiten verursachen beim normalen Anwenden und beim gedrückt halten verschiedene Effekte. Das heißt, man kann sie entweder hinsetzen wie die oder irgendwo hinwerfen. Ah, hier hin müssen wir. Okay, dann kann man den auch aufziehen, voilà. Und dann machen wir auch Feuerschaden. Genau, da kann man den Wind verwenden. Nothing to it. Though I've gotta say, you surprised me a little with your moves there. Thanks for the backup. How'd it feel? Locker flockig. Now that you mention it, how is it the hilly trolls ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camps so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city?
Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. Gut. Wenn man das Ganze noch einsammelt hier, die Kisten kann man zerstören, da kommen manchmal Früchte oder sonstige Sachen raus. A reward on the road. Was haben wir da Schönes? Ganz viele Items, sehr gut. Oh Gott, jetzt kommt es wieder. Schwachpunkt angreifen 1. Mit gezielten Schüssen kannst du die Schwachstellen von Gegnern ganz genau treffen. Die Schwachstelle der meisten humanoiden Gegner befindet sich am Kopf. Limitarreaktion in Flammen. Trifft Pyrokraft auf Dendrokraft, entsteht die Reaktion in Flammen, was fortlaufend Pyroschaden verursacht. Von Pyroeffekten betroffen. Pyroangriffe können Wesen der Pyrokraft zuordnen. Wenn dieses Element mit einem anderen Element in Berührung kommt, kann eine Elementarreaktion ausgelöst werden. Elementarreaktion Verwirbelung. Trifft Animokraft auf einige andere Elemente, kann eine Verwirbelung entstehen, mit der Schaden des jeweiligen anderen Elements verursacht wird. Ein Wesen diesem Element ausgesetzt wird oder weitere Reaktionen entstehen. Gut. So. Da kann man Richtung Mondstadt gehen. Die Dämmerfrüchte nehmen wir natürlich wieder mit. Die kann man immer gut gebrauchen. Sprich mit Lin. Aber noch so eine kleine Nebenquest. Nein, ich möchte mit Lin sprechen. What should I cook next? Oh, are you travelers from around here as well? No, we just happen to be passing by. What are you cooking? Smells good! I see. Welcome, travelers. I'm Lin, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting with some new recipes. Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. Picnic? Oh, Paimon just loves picnics! My travel partner here is good at cooking as well. Da wir viel zubereiten werden, sollte sie das schon können. Von dem her, ich koche für mein Leben gern, zumindest oh, sie. There's a cooking pot right there. Show me what you got. It's good to have someone to practice with. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. Ja, das haben wir schon abgeholt. Das haben wir in dem Fall alles haben. Ja, ein Spieß mit Pilzen und Hühnchen. Man sieht hier mal, wie viel man aktuell von denen auf Lager hat. Ja, wie stark oder wie also wie wertvoll das Gericht ist. Wie gut das Gericht ist. Kochkunst, das heißt, man muss es 5-mal manuell zubereiten und dann kann man es immer automatisch machen lassen. Und das ist je nach Gericht dann mehr, da wäre es dann schon 10. Stellte Gewinnfigur 8-10% LP sowie zu testig 800-1200 LP wieder her. Und dafür brauchen wir die Champignons und das Hühnchen. So. Hier kann man diverse Figuren wählen, wenn sie einen Bonus hätten. Die haben aber beide keinen. Von dem her ist das gerade nicht wichtig. Dann lassen wir es manuell zubereiten und sobald wir auf der orangen Fläche sind, können wir drücken. So. Ist das gut so? Is it done? Mmm. Smells good. Let me try. Hmm. Uh-oh. Now that's really tasty. You're indeed gifted. Paimon told you so. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Have them in return for this meal.
Can we really have them? Won't you run out of ingredients? That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. Don't forget to look carefully. There's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and ingredients. Go have a look when you've got the time. Okay, thank you for the info. Hey, leave some chicken mushroom skewers for Paimon! Super, dann haben wir gleich ein paar Zutaten mitgenommen. Das ist schon mal cool. So, jetzt gehen wir aber wirklich mal Richtung Wohnstadt. Hier gibt es noch ein Handbuch. Wo wollte ich jetzt? Aufträge. Der Fremde, der den Wind fing. Prolog 1, erster Akt. Und dann haben wir hier den Wind hinterher. Da können wir hier auf Ziel verfolgen gehen. Und dann wird es uns wieder angezeigt. Ja, ich habe noch ein Hühnchen. Sehr gut. So, wir haben es gleich geschafft. Ach, Mondstadt, wie schön. Introduce the city of wind, dandelions, and freedom. Travelers under the protection of the Knights of Favonius, welcome to Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius, Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious Storm Terror will be no match for us. Die Dame scheint ja echt beeindruckend zu sein. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, Traveler. It's a reward for helping me clear out that Hilichurl camp. Hey! Why doesn't Paimon get a reward? Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Sticky honey roast! Come with me. We'll head to the city's, high ground. Oh. Gute Paimon freut sich schon auf ihr Essen. Und ich möchte jetzt schnell ausrüsten gehen. Dann haben wir noch eine zweite Feder. Erhöht die maximale LP. Ja, das macht aber bei der guten Dame hier mehr Sinn. Werden wir das wechseln? So. Und dann gebe ich das andere ihr. Voilà. So. Dann die Waffe. Haben wir die schon bekommen? Ja. Das ist sogar eine 3-Sterne-Waffe, also gar nicht mal so übel. Aber es hat nicht den krassen Effekt. Stellt beim Besiegen eines Gegners 8% LP wieder her. So, voilà. Dann hat sie einen neuen Bogen. Sehr gut. Gehen wir gleich mal weiter. This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. So, ein weiterer Teleportationspunkt entdeckt. Super cool. Ach Gott, von Hydroeffekten betroffen. Einige Umwelteinflüsse und Hydroangriffe können Wesen der Hydrokraft zuordnen. Wenn dieses Element mit einem anderen Element in Berührung kommt, kann eine Elementarreaktion ausgelöst werden. Einige Umwelteinflüsse und Hydroangriffe können Wesen der Hydrokraft zuordnen. Wenn dieses Element mit einem anderen Element in Berührung kommt, kann eine Elementarreaktion ausgelöst werden. So.
Habe ich zwar dahin teleportiert, bringt es aber nicht besonders sonderlich viel. Gehen wir mal zu Ember. Oh, die gute ist aber ganz schön hochgelaufen. Dem aber gerade der Weg nicht angezeigt. Ach, voilà, da taucht er schon auf. Diese schöne goldene Spur. So, wir sind gleich oben angekommen. Et voilà. Oder da, ups, da drüben hin. So, the present I want to give you is a wind glider. Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. I brought you here to give it to you, so you can experience it right away. Wow, you're really excited about these wind gliders, huh? Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Alrighty then, enough talk. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. Da war ich gerade etwas zu schnell mit Klicken. Das Gefährliche funktioniert nur im Spiel, auf keinen Fall nachmachen. Ja, lieber nicht, weil ich glaube, so einen Windgleiter nachzumachen ist nicht die beste Idee. Und dann Leertaste drücken. Bis zum Platz mit dem Springbrunnen. Super easy. The sky. Wir müssen jetzt seine Schwachstellen treffen. Und dann diese lederne Hütte. Das ist schon cool, so da durch die Luft zu gleiten. Aber wir sind jetzt auch ganz schön weit oben. Got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm? Storm Terror is attacking Mondstadt itself! Kaya, Traveler, you've come at the right time. We must... Hold on, Amber.
Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These two are travelers from afar. From afar? Is that all we know of them? Long story short... I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the Animo God. But everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Wir konnten nicht schlecht dastehen und dem Unglück zusehen. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. Figurenziele ist nun verfügbar, sammle seltene Winkleiter. Genau, da gehören hier Windgleiter. Eine Windgleiter ausrüsten und der ist super schick. Nehmen wir. Will ich auch gleich gucken gehen, was besser passt. So sieht der fast gleich aus, das Outfit. Ich sehe da fast gar keinen Unterschied. Das ist das Höschen. Sieht aber irgendwie auch schick aus. Es ist zwar kein großer Unterschied, aber irgendwie süß. Aber nehmen wir das. Time to go. Make sure. Hier. Ja, ich glaube, wir nehmen auch den blauen. So. Gut. Dann haben wir noch Errungenschaften freigeschaltet. Da gab es den Drachen, der Mondstadt angreift. Oh, was ich jetzt noch schnell gucken wollte, bevor wir ins Hauptquartier gehen. Retten wir da ganz elegant runter. Oh. Da, wo der Brunnen steht. Zack. Voila. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt ansprechbar ist, ehrlich gesagt. Hallo, Catherine. Ad Astra Abyssosk. Well. Nun für Abenteuerstufe abholen. Geht doch, super. Also für die Abenteuerstufe 2 kann man 10.000 Borer abholen, das ist die Währung. Dann dreimal ein Verstärkungserz, das man braucht für Waffen aufzuleveln. Und ein Streunersgedanken. Das sind EP-Bücher, um Figuren aufzuleveln. Dann haben wir genau dasselbe nochmal für Stufe 3. Und für Stufe 4 gibt es sogar schon etwas Besonderes. Wir haben den Urgestein. Das ist die seltene Währung, die man entweder im Spiel erwerben kann oder für Echtgeld kaufen. Und mit denen kann man dann Figuren ziehen. Dann kriegen wir zusätzlich 5-mal süß mariniertes Hühnchen, um unsere Gesundheit aufzupeppen. Nochmal Verstärkungsherz und nochmal EP-Bücher für den Charakter. Sehr gut. Dankeschön, Catherine. Dann begeben wir uns gleich wieder zurück. So, nicht viel, aber ich port mich schnell dahin. Einfach, weil wir es können. Dann klettern wir gleich hier hoch. So. Jetzt gehen wir zum Hauptquartier des Ritterordens. So, da müssen wir nochmal rauf. Zack. So, das ist schon. Da müssen wir rein. The Knights of Favonius headquarters. Let's head in. Na toll, jetzt haben wir nochmal was bekommen. Gut, gehen wir rein. Hm.
machine. What's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I've brought them. And once it was over, I brought them straight here. Mondstadt welcomes you, Windborne Travelers. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Oh, are you sweeties here to help us out? You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your brother. Ich werde das natürlich nicht allein dem Ritterorden überlassen. Paimon will help too. Good. In that case, we need a plan. With Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds Temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Our objective is to deal with three of the four temples. I trust everyone understands why we are only dealing with three. Paimon doesn't. Wir kümmern uns später darum. Knights of Favonius, time is against us. The storm is rampant. There is no point in maintaining a defensive position. All right, we need to take initiative and act before the situation escalates. Händler. Der Händler ist nun verfügbar. Gib den Sternstab und den Sternglanz dort aus. Und Gebete, du kannst um beten. Schicke deine Wünsche in die Welt, um Figuren zu erhalten. Cool. Oh. Wieder ganz schön viel zu tun. Wir haben 11 von den Kugeln, 147 Urgestein. Ich setze das schnell ein, weil es mich sonst stört, dass da immer sowas aufblinkt. Am Anfang hat man das Neulingsgebet zur Verfügung. Da zahlt man nur 8 von 10 Gebeten. Hat sozusagen 20% Reduktion, sage ich mal. Das ist das Standardgebet, das ist immer aktiv, das ist immer da. Die kann man auch mit den blauen Kugeln brauchen. Und dann gibt es das Waffenbanner und zusätzlich meistens 2 5-Sterne-Charaktere mit 3 diversen 4-Sterne-Charakteren, die man ziehen kann. Und für die braucht man diese lila-blauen Kugeln. Die sind halt etwas besonderer. Also wenn man die Urgesteine hat, würde ich euch raten, kauft euch die lila-blauen Kugeln für die limitierten Banner, weil diese kriegt ihr eigentlich sowieso genug davon und da kriegt ihr irgendwas. Aber ich würde sagen, wir machen doch unser erstes Gebet für den Schluss von der Folge und werden hier versuchen, etwas zu ziehen. So, dann haben wir schon Schwert bekommen, Drachenblutschwert. Der Magieflüger. Eiserner Schatten. Schlagfestes Argument.
Nochmal einen eisernen Schatten. Die schwarze Quaste. Nochmal. Dann die gute Noelle ist unsere erste Charakterin, die wir gezogen haben. 4-Sterne-Charakterin. Nochmal ein Magieführer. Nochmal ein schlagfestes Argument. Et voilà. Und so sieht das Ganze aus. So, dann haben wir noch Sternstab dafür bekommen, dass wir gezogen haben. Und dann kann man jetzt schnell da reinfinden. Et voilà, das ist die gute Noelle. Können wir ihr gleich mal ein passendes Schwert auswählen. Sie hat ein Großschwert. Jetzt muss ich gerade gucken, was wir haben. Pyroelektro, das ist nicht ihr Element. Ein heftiger Schlag wird bei weniger 70% HP nicht so leicht abgewehrt, erhöht den Schaden. Heftige Schläge bei um 30%. Ich nehme erstmal das Schwert für sie. Du hast den passenden Bogen. Und bei dir kann man noch ein Schwert wechseln. Ach nee, doch nicht. Okay. Gut, dann ist alles. War da noch was? Händler, genau. Man kann den Mondsegen kaufen. Das ist so... Ich weiß gar nicht, ich habe den noch nie gehabt. Über 30 Tage kriegt man, glaube ich, täglich immer Geschenke. Täglich Urgesteine und so. Dann die Figurenzierde. Das ist so ein bisschen mein Gebiet. Ich liebe es einfach. Das sind halt diverse Outfits, die sie zusätzlich zu den Figuren verkaufen. Ist aber leider für Echtgeld nur erhältlich. Oder bei diversen Events kann man die auch erwerben. Das sind wirklich schöne Outfits. Das ist das Standard-Outfit. Und das ist das, das man kaufen kann. Das gibt es noch nicht für alle, Charaktere. Aber es sind wirklich tolle Outfits. Super süß. Dann gibt es noch einen Geschenkhändler. Dann haben wir hier herrenloser Sternenglanz. Da kriegt man, das muss ich überlegen, pro 10er Pull. Also, es kommt nicht mal auf das an, beziehungsweise wenn ihr einen Charakter zieht und ihr den noch nicht habt, kriegt ihr, glaube ich, einen. Und wenn ihr den schon gehabt habt, irgendwie zwei. Und ich glaube, wenn ihr dann alle Sternbilder voll habt, kriegt ihr sogar 5 oder so. Also ist wirklich ganz unterschiedlich, je nachdem. Aber da kann man dann auch beim Händler, im Shop hier, diese coolen erwerben. Und mit Sternstaub, das wäre das hier. Das können wir sogar machen, das reicht sogar für einen. Voilà. Sobald man gepult hat, kann man von diesem Sternstaub bekommen. Da kann man beim Händler pro Monat hier diverse Dinge einlösen. Es wird jeden Monat wieder aktualisiert. Dann kann man wieder solche abholen gehen. Genau. Und Kristalle aufladen. Das hier sind die Preise und die Mengen von den Schöpfungskristallen. Entschuldigung. Und mit diesen Schöpfungskristallen könnt ihr entweder die Outfits direkt kaufen oder ihr wandelt sie um in Urgestein. Also da hier. Ich hatte dann angegeben, wie viel Schöpfungskristalle ihr in Urgestein wandeln wollt. Es ist immer 1:1. Genau. Und für den ersten Einkauf kriegt ihr jeweils pro Menge nochmal das Doppelte dazu. Genau. So. Noch Levelbücher bekommen, die setze ich noch schnell ein. So, sogar schon Level 17. Großartig. So, jetzt gehen wir da raus. From now on, the adventures will probably get more and more dangerous. We should make sure we're prepared. We could start by going to Mondstadt's blacksmith. So. Über da runter. Haben wir genau die Quest
Wollen Sie noch hier? Waffe? Verstärken. Naja, das bringt jetzt nicht sonderlich viel bei der Waffe. Das ist eher Vergeudung, aber ja. Lass mal auf der Map gucken. Teleportationspunkt. Ja. Brauche ich gerade nicht, weil ich möchte nochmal schnell zu der guten Catherine gehen und die Abenteuerstufenbelohnung abholen. Kriegen wir 10.000 Morga nochmal. Einen von diesen vorbestimmten Schicksal. Normalen Standardbanner, nochmal Verstärkungsherz und nochmal Levelbücher für den Charakter. Super. So. Nun denn, liebe Leute, das war die erste Runde von Genshin Impact. War eine etwas längere Folge, aber ich wollte, dass die erste Folge ein bisschen ausgiebig wird und ich hatte einfach gar Bock, ein bisschen zu zocken. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen von der ersten Folge Genshin Impact und wir sehen uns bei einer weiteren Folge wieder. Ich danke euch. Tschüss!